Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18. Ich begrüße euch herzlich zurück hier, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's ja weiter mit unserer Saison. Gestern haben wir ja gegen Frankfurt gespielt. Das war ja auch so ein gutes Spiel eigentlich. Haben wir 1-0 gewonnen, war ein heftiger Kampf auf jeden Fall. Heute geht's gegen Köln. Köln steht unten drin. Die haben das letzte Spiel 2-2 gegen Salzburg gespielt. Das soll was bedeuten. Wenn die gegen Leipzig 2-2 spielen, ist es bestimmt schon heftig. Wir sehen gerade in den Breaking News, Gündogan ist verletzt, gebrochener Knöchel. Und die Amis haben gewonnen in der EM-Qualifikation. Wir haben noch keinen Trainerposten bekommen als Nationaltrainer. Was haltet ihr eigentlich davon? Sollen wir einen Trainerposten als Nationaltrainer annehmen oder erstmal nicht in der Saison? Was meint ihr? Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Würde mich mal echt brennend interessieren, ob wir jetzt schon einen annehmen sollen oder erst in der nächsten Saison. Schreibt es mir mal rein. Interessiert mich auf jeden Fall. So, wir gucken jetzt mal. Wir haben ja gesagt, den Schulze lassen wir mal spielen da oben. Für ein paar Minuten. Also die erste Halbzeit lassen wir den auf jeden Fall mal spielen. Ne? Den Böhm holen wir später auch mal rein. Aber ich will ja nicht... warte mal, Akolo haben wir gesagt, ne? Der ist rechts oben. Da können wir trotzdem einen von den anderen reinsetzen. Das wäre kein Problem. Wir schauen, wen haben wir hier draußen noch. Eggestein, aha, verdammt ey, den haben wir geholt, es war ausgeliehen. Mané ist rechts, warte mal, dann lassen wir noch Mané mal rein. So, dann passt das nämlich auch. Dann können wir Mané später setzen, für Schulze auf jeden Fall. Dann läuft das auch. So, Gentner, lassen wir alles so, passt. So, ab geht's nach Köln. Bin mal gespannt, wie es heute gegen Köln läuft. Also von der Tabelle her sind wir gut dran, ne? Wir sind nur 2 Punkte hinter Bayern. Hätte ich vor Anfang der Saison nicht gedacht, dass wir da oben mitmachen. Aber wie gesagt, die Saison ist ja noch früh, wir sind gerade mal 7. Spieltag. Jetzt mal Kohlung kennen. Oh, wir spielen zu Hause in Köln. Also zu Hause bei uns. Gegen Köln. Lassen wir euch in Rot spielen. Und wir in Weiß, ja. Wir spielen im Regen. Ah, klasse. Dietmar Schönlebe ist heute Schiedsrichter. Der Dietmar. So, dann mal los. Ab die Post hier. Jetzt haben wir Schuss Silber. Ah, müssen wir die Dinger treffen oder was? Oh. Oh, das ging ja gut. Oh, der war sogar noch besser. Oh, knapp. Geht auf jeden Fall immer alles ein bisschen weiter weg. Ja. Aber ist alles noch knapp, ey. Oh, der war schlecht. Der war voll vorbei. Verdammt. Je weiter es weggeht, umso echt schwieriger ist. Oh, der war nicht schlecht. Der war auch gut. So, einen haben wir noch. Okay, der war voll vorbei. Komm, zählt der noch? Ja, exzellent. 19.068 haben wir. Wo sind wir? Oh, Platz 1. Na, schau mal einer an. Läuft ja. So, ab geht's heute. Der 8. Spieltag steht bevor. Stuttgart gegen Köln. Und wir spielen zu Hause. Stadion ist ausverkauft, wie ihr seht. Die Bude bebt. Heute geht die Post ab. Wir müssen heute wieder einen Punkt holen. Das ist ein Punkt. 3 Punkte, wenn es geht. Ne, ist ja klar. Wir sind jetzt oben dabei. Wir wollen natürlich mitmischen. Wir wollen natürlich Bayern zeigen, dass wir würdig sind, was natürlich schwer wird, aber das werden wir irgendwie hinbekommen. So, gar nicht lang schnacken, ab geht die Pille hier. So, komm mal ran hier, ran auf den Meter. So, mal hier, okay, alles klar, das müssen wir jetzt mal, okay, das war kein Foul, der steht wieder. Alles gut. Da ist der Böhm. Der Böhm ist, noch ist er, naja, wie gesagt, der ist ein Junger, ne, also von dem noch nicht so viel erwarten jetzt, ne. Weil, wie gesagt, der ist noch 16 Jahre gerade mal. Und hat heute sein erstes Profispiel. So. Da können wir jetzt nicht so viel erwarten, dass er hier gleich Vollgas gibt.
und einen Top-Spieler ableistet. Was natürlich echt der Knaller wäre, wenn er das machen würde. Aber naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es heute läuft. Auf jeden Fall steht Köln nicht schlecht. Wir kommen nicht wirklich hier raus. War ja so Chance von Gomez wieder. Aber Timo Horn, ne? Da kann man auch nichts gegen sagen. Der ist auch ein super Torwart. Der ist weg, komm, der ist weg. Ne, oha. Hat ihn echt noch gesnackt, ey. Wahnsinn. So, komm weg, den hast du. Jawohl, jawohl. Jawohl, jawohl. 1:0. Was für ein geiles Ding. Hammer. Unser Adonis hat getroffen. Die Bude bebt. Unfassbar. Richtig geiles Ding. Hammer. Erst dachte ich so, scheiße, das wird nichts werden. Weil hier sieht man, Beck mit der Flanke und Gomez hat das Ding voll verzogen. Und zum Glück stand Adonis hinten noch. Haben wir ein Glück, dass der doch reingeknipst hat, ey. Ah, geil. Sehr geile Sache. Das ist super. Ein super Start gleich in der 14. Minute. 1:0 durch Donis führen wir gegen Köln. Optimal. Na komm, Beck, da hast du... Oh! Oh! Okay, okay, okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Wir haben, wir haben, wir haben. Oder auch nicht. Oh, schöne Parade von Zieler. Den hat er mit Absicht aussehen lassen, ey. Die Saudi. Ah, kommt dann Pfiff? Nee, kommt kein Pfiff. Klasse. So, zieh mal. Haste. Sauber. Die Seite gehört uns. Ah, schade. Schade, schade. Hätte was werden können. Die Seite ist ganz offen hinten. Was nicht so gut ist, wenn der... Ja, es war klar, der Spiel ist da lang. Ah, schön weg. Hat er gut gemacht. Weg mit dem Ding. Oh Mann. Oh mein Gott. Ja, komm. Mann, 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 Mann. Das war jetzt sehr knapp. Der Pizarro. Der Altgediegene. Der jetzt von Bremen nach Köln gewechselt ist. Eigentlich ein echt super Spieler mit einer echt der besten, die wir in der Bundesliga mal hatten. Oder haben noch sogar. Gehört echt zum alten Eisen, aber immer noch sautorgefährlich. Und Donis. Ah, schade. Schade, schade, schade. Hätte ja was werden können. So, gleich weg mit dem Ei wieder. Die Kölner sind nicht schlecht. Aber nicht gut genug. Aber ich soll lieber nicht den Mund zu laut nehmen, den Mund zu voll nehmen, weil genau deswegen, verdammte Hacke. Und wer hat getroffen? Pizarro. Von dem habe ich gerade noch gesprochen. Der ist nämlich genau da, wenn man ihn immer braucht. Der steht in der letzten Lücke und hat seinen kleinen Zehner dazwischen gekriegt. Ich werde verrückt. Wahnsinn. Claudio Pizarro trifft echt zum Ausgleich. Man soll Köln nie abschreiben. Die kommen immer wieder. Wie gesagt, die haben im letzten Spiel 2:2 auch gegen Leipzig gespielt. Das soll was bedeuten.
wenn die gegen die Mannschaft 2-2 spielt, ist hat was zu bedeuten auf jeden Fall. Ach, der Pass war scheiße. Dürfen wir jetzt echt aufpassen, weil wir haben jetzt Köln echt den Puffer gegeben, dass sie sich hier erholen. Der hat echt noch gekriegt. Ich werde ja verrückt, ey. Wow, 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 wow. Ey, Schiri? Hallo? Boah, jetzt sind die echt da, die Kölner. Ich werde da verrückt, ey. Nein, oh. Verdammte Hacke, ey. Da war schon wieder Pizarro am Start, ey. Sauber. Raus mit dem Ball. Schönes Ding. Jetzt hat Donis wieder. Komm, lauf mal. Oh, der andere nimmt mir auch verdammt schnell. Verdammt. Verdammt. Nein. Ah, ich habe den Stick blöd gedrückt. Na, oh, wo passt der denn hin? Da wollte ich mal hinspielen. So, back, okay. Noch. Na, es wird auf jeden Fall jetzt echt schwer. Weil Köln ist jetzt im Anflug. Das Tor für die, das war natürlich echt perfekt für die. Wow, 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 wow. Boah, das war genauso gefährlich ihm gerade. Wow, zum Glück Halbzeit. Entschuldigung. Weil. Ey, die Kölner haben zum Schluss richtig Gas gegeben, ey. Herr Gomez nach seiner Verletzung nicht mehr irgendwie so torgefährlich, wie er mal war. Aber naja, der kommt wieder auf alte Stärke zurück. Ist mittlerweile auch schon ein altes Eisen. So wie sieht es denn aus hier? Bayern, Freiburg spielt erst. Schalke führt 1-0 in Berlin. Dortmund führt 2-0 schon gegen Leipzig. Oh, Hannover 0-0 in Frankfurt. Und Augsburg führt 1-0 gegen Hoffenheim. Gut. Weiter geht's. Also ich muss sagen, der Schulze von noch ist so, ne? Mal abwarten. Mal abwarten. Wir wechseln ja nachher. Mal gucken, wie es hier abläuft jetzt die zweite Halbzeit. Ah, da war Gomez wieder. Der ist immer da, aber. Der macht die Dinger nicht mehr. Jetzt aber. Oh. Ey, der Timo Horn, ey. Unfassbar. Aus dem Stand hat der Gomez das Ding abgezwirbelt. Aber es wäre, glaube ich, eh Latte gegangen. Aber naja. Die Chance war auf jeden Fall da. Und das zählt alleine. Was, wie abseits oder was? Ach komm, Schiri. Kann ich was dafür, wenn er genau da vorne steht? Nee, kann er nicht. Oh Mann, ey. Köln ist jetzt echt im Aufschwung. Nach dem 2-2 gegen Leipzig. Ich werd verrückt. Der Pizarro schon wieder. Der zimmert das Eisen da volles Rohr rein. Verdammte Hacke. Aber was für ein Strahl. Gebt euch das mal. Da hat das ganze Tor gewackelt hinten, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da hat der Pizarro echt jetzt das 2-1 für die gemacht. Ich werd hier verrückt, ey. Okay. Es passiert. Das ist Fußball. Wir müssen jetzt loslegen. Jetzt noch ein bisschen hier. Und das ist, was ich auch gesagt habe, öfter schon mal. Wenn du deine Chance nicht nutzt, dann kommt der Gegner und nutzt die Chance einfach. Es gibt's nicht. Der Gomez braucht zu viele Chancen einfach. Das gibt's nicht.
glaube, heute werden wir mal hier uns diesen. Ja, doch nicht. Glück gehabt. So, wechseln die jetzt? Ja, die wechseln. Cordoba und Höger kommen rein. Pizarro geht raus. Das ist auch ganz gut. Das ist schön. Aber der Cordoba kommt rein. Der ist auch nicht schlecht. Wir wechseln jetzt auch mal. Der Schulze war okay. War jetzt nicht der Burner. Aber was soll's. Er ist noch jung. Wir haben ihm seine Chancen heute mitgegeben, dass er mal ein bisschen spielen tut. Ich bin überlegen, ob ich gerade den Ginchek reinhole. Aber wir warten mal noch. Wir holen jetzt mal Mané rein. Warum hat er es nicht gewechselt? Boah, mit einem Hackentrick ziehen uns hier echt aus dem Verkehr, ey. Oh, komm, Schiri. Bitte, echt. Torben Schulze raus und Carlos Mané kommt rein. Torben Schulze hat die Nummer 7. Okay. Na, gucken wir mal, was er würdig ist, wa? Irgendwann mal. So, mach mal einen Anlauf, den trigger ich nach vorne. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, alter Verwalter. Haben wir ein Schwein. Da hat der Hector eben gerade echt kurz vom 3-1 gestanden. Boah, haben wir ein Glück. Und alle raus jetzt hier, alle weg. Alle weg. Das gibt's nicht, ey. Das gibt's nicht. Ich krieg den unten auch nicht angetriggert, ey. So, komm mal, oh, zieh mal. Hast du doch, hast du, hast du, hast du, hast du, hast du. Oh Mann, Gomez. Chancentod Gomez heute, wa? Würde ich sagen. Eigentlich kam die Flanke ganz gut, aber naja. Ah, da ist er ja, der Terror. Das stimmt ja, Terror ist ja nach Köln gewechselt. Da war ja was. Da war ja was. Jawohl! Jawohl! 2:2. Durch den Bock von Kölner Abwehrmannschaften oder von der Mannschaft haben wir das 2:2. Da ist er wieder, der Gomez. Schnell geschaltet. Wahnsinn. Herrlich. So gehört sich das. Aber weil sie ein bisschen Dusel hatten jetzt gerade, haben wir die Chance genutzt natürlich. Das mussten wir machen. Die Chance mussten wir jetzt eiskalt nutzen. Und das war das, was wir hatten. Der Steilpass war riskant von mir, aber er hat sich gelohnt. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir das Ding jetzt erhalten oder auf 3:2 erhöhen. Eins von beiden müssen wir auf jeden Fall machen. Halten wäre auch riskant, weil Köln natürlich echt so konterstark ist. Aber... Ach... Aber wenn wir schnell passen... Oh, da war wieder die Chance. Ja, der Horn ist leicht am Ausflippen. Weil der Gomez doch seine Chancen hatte vorne. Aber wir kriegen die Bälle da nicht rein. Nach den scheiß Ecken. Gibt's nicht, ey. Okay. Die Chance war zu... Es war... Versuch wert. Da ist der Terodde. Wir müssen aufpassen, echt, weil der echt gut ist. Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Der hat mal bei uns gespielt. Der Terodde ist ein guter Spieler. Ah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weg damit. Ah. Au, ho, 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 ho. Schade. Schade, schade, schade.
Nein, was macht der denn da? Mensch. Verdammt nochmal. Oh, hier spielen sie lange Bälle. Jetzt nimm doch die Bälle weg, von denen da. Nein! Oh! Allmächtiger Herr. Verdammte Hacke, ey. Jetzt kommen die Kölner und drücken richtig los hier. Die machen nur lange Bälle, ist was noch? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir müssen jetzt echt das aufpassen, dass es nicht irgendwie der Schuss in den Ofen geht, ey. Oh, ich spiele echt nur lange Bälle bloß noch. Haste. Na, jetzt können wir es halten. Jetzt bringt das nichts mehr. Oh, der Achabar, der macht auch nur gerade Fehler, ey. Es gibt einen Ball her, Mensch. Boah, das gibt's doch nicht. Verdammtes Glück haben wir, ey. Meine Güte. Aufpassen, letzte Chance. Five up. Boah. Weg damit. Puh. 2:2 in Köln. Ey, das ist heute ein Dusel. Meine Güte. Also Köln war echt ein guter Gegner. Da kann man sagen, was man will. Aber zumindest ist ein Punkt gesichert. Besser als gar keiner. Wir hätten das Ding auch echt verlieren können. Und zum Glück war Gomez zum Schluss noch da und hat schnell geschaltet, dass er den noch reingemacht hat. Aber okay. Wir hatten kein gutes Spiel. Zum Schluss haben die Kölner uns echt belagert hinten. Das war echt gefährlich. Ja, und da müssen wir dann jetzt mal demnächst aufpassen, weil jetzt haben wir nur noch einen Punkt eingefahren hier. Aber wie gesagt, ein Punkt ist besser als gar kein Punkt. So, Schalke gewinnt 2:1, Dortmund gewinnt wieder 3:1 gegen Leipzig. Meine Güte, Dortmund macht jetzt einen Sprung nach vorne, oder? So wie es aussieht. Hannover 1:0. Gut, wir haben jetzt 4 Punkte Rückstand auf Bayern. Punktgleich sind wir mit Gladbach und Leverkusen hinter uns. Bremen ist auch schon wieder da. Mit einem Punkt. So, was haben wir hier vorne? Posteingang. Wegen meinen Einsatzzeiten. Wer denn? Der Özcan. Ja, gut. Dann werden wir den Özcan im nächsten Spiel mal reinmachen. Gucken, wo ist er denn, der Özcan? Wegen meinen Einsatzzeiten. Du bist der ZOM. Ich kann mit dir da drüben nichts anfangen. Die Aufstellung geht doch nicht mal ansatzweise nach deinen Richtungen, ey. Gut. Ja, egal. Dann muss er mal da spielen, wenn er spielen will. So. Abspeichern auf jeden Fall. Naja, zumindest ein Punkt gut heute. Das war jetzt nicht so herausragende Leistung, aber was soll's. Nicht jedes Spiel ist gleich. Wir machen jetzt hier nochmal gleich Training. Für alle nochmal. Dass die nochmal Training haben vor dem nächsten Spiel. Dann schauen wir mal, was da so kommt. Gut, der Schneider hat sich erhöht auf 53. Oder 52 zumindest. Passt. Mané 77, Baumgartl 75. Ja, passt. Der zieht das kurz vor der 80. Das ist optimal. Perfekt. Dann gehen wir schon mal hier ins nächste Spiel rein. Und die Pressekonferenz machen wir nochmal. Auf jeden Fall. Oh, jetzt wird das wird gegen Leipzig. Ja, doch. Da müssen wir motivieren auf jeden Fall mal. Die Mannschaft. Weil Leipzig, das wird kein Zuckerschlecken. Das wird echt kein Zuckerschlecken gegen Leipzig. Die sind zwar sehr unten Platz 11, aber wir haben gerade auch gegen Köln, ne? Die waren auch Platz 11. Also. Ne, da muss man aufpassen. Papadopoulos fällt 6 Wochen aus in Hamburg. Okay. Da hat Hamburg natürlich jetzt einen richtigen Ausfall. Was haben wir noch an Breaking News? Schalke gewinnt 2:1 gegen Berlin. Gut. So, meine Freunde, das war's wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Ich bedanke mich bei euch, bei allen fürs Einschalten, fürs Ansehen, fürs Dabeisein, fürs Mitfiebern. Lasst mir doch einfach mal ein Like da, lasst mir einfach mal einen Kommentar da. Und wenn ihr noch nicht Abo seid bei mir oder Abonnement, dann drückt einfach mal auf Abo. Es kostet euch nichts, es ist einfach nur ein kleiner Klick. Und drückt, aktiviert gleich die Glocke, dass ihr auf dem neuesten Stand seid, wenn ein Video hochgeladen wurde, dass ihr gleich wisst, ach okay, da ist wieder was. Und dann bleibt ihr auf dem neuesten Stand bei mir, wenn es um die Videos geht. Ich bedanke mich bei euch, bei allen. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Ich bin raus. Ciao mit V, euer